Es ist etwas geschehen vor 33 Jahren. Eine Schlacht hat alles verändert. Eine Serie hat alles verändert. Würdest du gerne darüber sprechen? Ja, bei was mit Film? Antje, du hast gesagt, Twin Peaks macht dir Angst. Wie kommt das? Weil mir Surrealismus im Film generell Angst macht oder in der Kunst allgemein. Ich weiß nicht, Dinge, die so wie sie sind, irgendwie nicht sein dürfen, die finde ich viel gruseliger als Dinge, die es gar nicht erst gibt. Also, und die dann Angst machen sollen. Also wenn irgendwie in einem Film ein Monster auftritt, weiß ich ja, also Wissensstand heute, dieses Monster gibt es nicht. Aber was ja zum Beispiel Twin Peaks macht, ist ja mit Elementen, die es eigentlich gibt, die so einsetzen, dass das alles zusammen kein Bild ergibt und also keinen Sinn ergibt. Und weshalb man so komplett die Orientierung an allem verliert. Oder in Twin Peaks so die Orientierung verliert. Und das finde ich ganz, ganz gruselig. Das finde ich viel schlimmer, wie gesagt, als offensichtlich gruselige Sachen. Ich finde, du hast das schon wunderbar auf den Punkt getroffen, was der Reiz an Twin Peaks ist. Deswegen lass uns jetzt sofort nochmal erwähnen, dass der Film Twin Peaks Fire Walk With Me, der Twin Peaks Film, weswegen wir heute überhaupt diese Sendung hier aufzeichnen, im Kino zu sehen ist und wir 3x2 Karten verlosen. Mhm. Und alles, was ihr tun müsst, ist eine Mail an fred@fredcarpet.com zu schicken mit einem Lösungswort, das wir im Laufe dieser Sendung droppen werden. Das heißt, ihr müsst wirklich dieses Video angucken, um am Ende diese Mail schreiben zu können. Und dann winken 3x2 Kinokarten für Twin Peaks Fire Walk With Me. Lasst euch nicht irritieren davon, dass wir 2x3 Freikarten hochgehalten haben. Das sind 3x2. Obwohl es 3x2 sind. Genau. Das ist schon im Spirit von Twin Peaks. Alles voll. Ein bisschen entrücken. Richtig. Aber gar nicht entrückt ist das, was du fabriziert hast. Denn der Cherry Pie ist natürlich eines der ikonischen Motive. Genauso wie der Kaffee, den Cooper in seinem, ja, den Cooper halt immer trinkt in seinem Café oder im Twin Peaks Café. Und du hast ihn gebacken. Ich werde ihn gleich probieren, aber erzähl mir doch gerne erstmal, wann du das erste Mal mit Twin Peaks in Berührung gekommen bist. Weil die Serie ist ja ursprünglich von 1990. Also ist die ja gestartet, da gab es uns beide noch gar nicht. Das stimmt. Ich bin, glaube ich, auf Twin Peaks gekommen durch das Videospiel Alan Wake. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht zufällig schon Nein, mal von gehört hast. Sagt mir gar nichts. Viele Einflüsse von Stephen King, aber insbesondere von Twin Peaks. Und manches ist wirklich 1:1 übernommen. Man könnte fast sagen, es ist Twin Peaks, das Videospiel. Spielt irgendwo an so einer schönen Westküstenstadt. Forstwirtschaft, Geister, Lodges, Kaffee. Es wird schnell dunkel draußen. Ein Geheimnis, das man nicht so richtig aufklären kann. Und das hat bei mir schon total resoniert, als ich das Spiel gespielt habe. Nur das Spiel war nicht so toll. Und dachte, eigentlich würde ich das gerne einfach nur sehen. Und als ich dann im Internet überlas, eigentlich ist das Twin Peaks. Und das Spiel versucht auch sehr filmisch zu sein. Hat so eine Episodenstruktur, macht ein Previously on und Next Week bla. Dachte ich, Twin Peaks, ich muss das, glaube ich, mal auschecken. Hab mir dann damals, das war viel Geld für mich, für 60 Euro die Twin Peaks Blu-ray-Box mit dem Relief von Laura Palmers Gesicht mir gekauft, mit einem kleinen Zettel, wo Fire Walk With Me draufsteht, ganz hinten eingelegt zwischen die Blu-rays, und habe das in relativ kurzer Zeit durchgebinged. Und ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich sofort begeistert war. Es war eher so ein schleichender Einfluss, den die Serie irgendwie auf mich hatte. Also währenddessen erinnere ich mich schon, dass dieses langsame Erzähltempo irgendwie für mich als 18-Jähriger zumindest nicht so hundertprozentig gezündet hat, dass aber gleichzeitig auch die Atmosphäre und die Stimmung etwas ist, in das man sich total reinlegen kann. Und ich finde, das ist dieses Spektrum, das du auch gerade schon angesprochen hast, von eigentlich Kaffee trinken, Kuchen essen, das alles vor einer tollen Kulisse von dieser Stadt Twin Peaks,
Und gleichzeitig aber auch dieses Unheimliche, das da drunter liegt, was ist unter der Oberfläche einer kleinen Stadt, was ja David Lynch zum Beispiel auch in Blue Velvet oder so immer untersucht. Von außen alles cool, von innen Sünde, Verbrechen, das Böse, Geister. Und ja, ich finde, es ist diese Range, die Twin Peaks so besonders macht. Das schöne Leben und das Böse darunter. Also erstmal muss ich sagen, der Kuchen ist hervorragend. Okay, hast ich du muss ganz, ihn jetzt ganz, probieren. Hast du ganz, ganz toll gemacht. Und du kennst ihn ja auch noch nicht. Du hast ja einen nicht angeschnittenen Kuchen hierher mitgebracht. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ich weiß leider nicht mehr, wann ich das erste Mal mit Twin Peaks in Berührung gekommen bin. Ich weiß, dass ich mir irgendwann diese goldene DVD-Doppelbox mit den ersten beiden Staffeln gekauft habe und dass ich sie dann eben geguckt habe. Ich weiß nur, dass mir die Serie irgendwie im Vorfeld immer so ein bisschen als weirde Soap verkauft wurde. Also ich fand das immer so spannend, dass sich Dinge gegleicht haben in Beschreibung, dass alle gesagt haben, das ist eigentlich eine Soap. Aber auf der anderen Seite gesagt, das ist eigentlich ein komplett surrealistischer Horroralbtraum. Das war sowas, das ging für mich nicht zusammen. Und deshalb wollte ich wissen, was es damit auf sich hat, weil ich mir diese Wirkung nie richtig vorstellen konnte. Ich kann aber nicht mehr sagen, wie lange das her ist, dass ich das gesehen habe. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen. Ich habe die ersten 2, 3 Folgen der dritten Staffel gesehen, die dann ja viele, viele Jahre später kam. Mhm. Habe die aber nicht beendet, weil ich die zu unheimlich fand. Also Twin Peaks oder Lynch generell, das ist einfach wirklich, das greift meine Urängste an. Und ich kann, wir hatten hier die spannendsten Szenen und die krassesten Jumpscares. Und ich hatte beide Male Szenen aus einmal Twin Peaks und einmal aus, was war's? Lost Highway? Oder Mulholland Drive? Mulholland Drive, glaube ich. Doch, ja, hinter dem Diner, der gruselige genau. Mann. Hatte ich Szenen dabei und das ist wirklich einfach etwas, das kann ich auch nicht abschütteln. Also ich bin, ich hoffe, dass Lynch nicht noch irgendeinen krassen Kinofilm macht, weil ich glaube, da gehe ich komplett zerstört dann aus dem Saal. Aber so die Kombination, ich versuche, oder Twin Peaks ist für mich eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, um zu erklären, wie Dinge altern können, wenn sie zu ihrer Zeit eine gewisse Pionierarbeit geleistet haben, was dann aber viele aufgegriffen haben. Weil bei Twin Peaks ist das so spannend. Klar, dieser Mix ist ja schon irgendwie ein Stück weit einzigartig, aber das Motiv, wir haben eine von nach außen hin schöne Landschaft, schöne Welt irgendwie und wir decken dann das düstere Innere auf, das ist ja eigentlich super abgegriffen. Also das, ich meine, das hat selbst Sam Mendes mit American Beauty beispielsweise gemacht. Also gibt's im Mainstream-Film genauso wie im Indie-Kino. Bei Twin Peaks ist es natürlich die Kombination gewesen, dass man auch überhaupt nicht richtig wusste, wie es eben zu greifen ist. Weil es einerseits so soapmäßig gefällig ist, erscheint, aber fängt ja von der ersten Folge eigentlich schon an, dass auch der Krimi-Part, dass der durch die Inszenierung und Erzählweise irgendwie so an den Sehgewohnheiten vorbeigeht. Also wenn ich mich da an das Telefonat erinnere, wenn die Eltern von Laura erfahren, dass ihre Tochter tot ist, das ist ja für eine klassische Erzählweise, ist diese Einstimmung ja viel zu lang. Mhm. Und man sieht dann die Mutter weinen und heulen. Man denkt, wann hört denn die Szene endlich auf? Das ist vom Rhythmus komplett vorbei am Mainstream. Ja. Und solche kleinen Dinge reichen ja schon, um zu realisieren, Twin Peaks war irgendwie anders. Aber so generell die Kombination verschiedener Genres, was ja damals durchaus auch revolutionär im Fernsehen war, das habe ich ja schon im Vorfeld bei anderen Serien gesehen, weshalb Twin Peaks für mich jetzt nie so den revolutionären Eindruck auf mich gemacht hat. Aber ich weiß natürlich, Twin Peaks war mit sowas das Erste. Und deshalb erkenne ich total, warum das damals so ein Kult war. Glaube aber, wenn Twin Peaks in der Erscheinung der ersten, meinetwegen auch zweiten Staffel heute gekommen wäre, würde da nicht so ein Ultra-Hype draus gemacht werden. Spannend finde ich aber, dass dieser Hype ja trotzdem noch mit der dritten Staffel gelungen ist. Mhm. Und du hast die dritte Staffel komplett gesehen. Mhm. Dann darfst du gleich gerne mal erzählen, was ich denn da so verpasst habe. Aber ich habe jetzt relativ viel auch darüber gesagt, wie ich so zu Twin Peaks stehe. Vielleicht fängst du auch erstmal bei den ersten 2 Staffeln an. Du hast mich aufgeklärt, dass es nicht üblich ist, dass man die 2. Staffel auch komplett guckt, lustigerweise. Es gibt, glaube ich, so einen Standardweg, Twin Peaks zu schauen und bei Folge 10 oder 11 aufzuhören.
Das ist quasi die Aufklärung des Mordes, um den es geht. Wer hat Laura Palmer umgebracht? Was lustigerweise, ich glaube, im RTL-Teletext gespoilert wurde, was ein Riesenthema war. Ja, oder bei Sat.1. Auf jeden Fall ein konkurrierender Sender. Also damals war Twin Peaks der absolute Überhit. Und ich weiß jetzt nicht, wie rum. Ich meine, es wurde bei Sat.1 ausgestrahlt. Und daraufhin hat RTL die Auflösung in den Teletext gepackt. Vielleicht war es auch andersrum. Aber es war auf jeden Fall die direkte Konkurrenz, die das gespoilert hat, ja. Ein Riesens, dass wir heute... Was? Also, war ja damals schon ein Skandal. Aber überleg dir das mal heute in Zeiten von Spoilern. Das ist ja schon krass. Das wäre noch verrückter. Ja. Und es zeigt ja auch, wie beliebt Twin Peaks wirklich war. Was ich finde heute auch schwer vorzustellen ist, dass Twin Peaks auf RTL laufen würde oder so. Das wäre, oder die neue Staffel Twin Peaks, das wäre ja absolut unvorstellbar. Die lief auch nicht im Free TV, ne? Die neue? Mhm. Also ich habe sie bei Sky in dem... Abonnement. Ich habe sie direkt gesehen, auf Blu-ray gekauft, ich Idiot. Jetzt grinst sie mich an. Ja, also dazu komme ich vielleicht später noch, aber das ist wirklich, du solltest dem eine Chance geben, vielleicht mit viel Lichtern, die du anschaltest im Zimmer oder so, aber es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, und wenn man diese ersten 10 Folgen guckt, dann finde ich, ergibt das auch eine relativ runde Geschichte, vielleicht noch in Kombination mit dem Film Fire Walk With Me. Weil ja die Struktur interessanterweise ist, man hat da diesen Mordfall, Laura Palmer ist ermordet worden, da sind viele Leute in dem Dorf, die sind irgendwie ein bisschen verdächtig. Und das ist ja alles erstmal sehr, sehr klassisch. Das ist sehr, sehr klassisch. Und dann kommt ein Ermittler, Kyle MacLachlan, als Agent Dale Cooper in diese Stadt, der ganz besondere Ermittlungsmethoden hat. Er ist nämlich beim FBI für die Fälle verantwortlich, die man nicht so richtig aufklären kann. Zum Beispiel ist David Bowie alias Philip Jeffries vor einigen Jahren einfach in einem Flur verschwunden und keiner weiß bis heute so richtig, wo er ist. Und das sind so die Sachen, für die ist Kyle MacLachlan da irgendwie zuständig. Und eine seiner Ermittlungsmethoden ist zum Beispiel, Steine auf Flaschen zu werfen. Und wenn er trifft, dann ist die Antwort vermutlich richtig auf die Frage, die er sich gestellt hat. Aber auch Träume, die Analyse von Träumen spielt eine große Rolle. Zum Beispiel in der Red Lodge. Und ich finde, unser Studio hier sieht sehr krass aus, wie die Red Lodge von Twin Peaks. Wo Dale Cooper dann Laura Palmer begegnet, die ihm rückwärts gesprochen irgendwelche Geheimnisse ins Ohr flüstert. Und wir sind als Zuschauende einfach nur am Rumrätseln, was es bedeutet. Und die Wahrheit ist, David Lynch und Nick Frost wollten diesen Mord eigentlich nicht aufklären, aber sie mussten. Und ich finde, das merkt man bei der Aufklärung auch so ein bisschen, denn das Überraschende daran ist, dass die Lösung die am wenigsten Überraschende ist am Ende. Es ist eigentlich die Person, von der man es erwartet, vielleicht noch mit so einem leichten, übernatürlichen Twist. Wollte ich gerade sagen. Aber so richtig genial ist es eigentlich nicht. Und dann weiß die zweite Staffel von Twin Peaks eigentlich auch, finde ich, obwohl es da auch viele gibt, die sagen, das ist das Geniale daran, weiß eigentlich gar nicht so richtig, was sie jetzt noch erzählen sollen. Da sind noch 15 Folgen über. Und dann kommt irgendwie der ehemalige Erzfeind von Cooper, sein alter FBI-Partner aus der Versenkung zurück, Wyndham Earl, der sich ständig verrückte Kostüme anzieht. Irgendwer findet raus, dass sein Stiefgeschwisterkind in Wirklichkeit verflucht ist. Leute verlieren den Verstand und gewinnen ihn wieder. James haut ab aus Twin Peaks und will irgendwo, weiß ich auch nicht mehr, eine Pension aufmachen. Es wird dann halt so richtig, richtig soapig, GZS-sättig, teilweise auch schon wirklich cheesy, immer auch irgendwie charmant. Ich glaube, David Lynch hat auch nicht mehr wirklich überall Regie geführt. Ja. Es wird dann auch manchmal gar nicht mehr so lynchig. Und am Ende, das große Finale, ist dann auch so ein großer Fuck you irgendwie so ein bisschen. Also es endet auf einer sehr unentschlossenen und sehr düsteren Note. Und darauf folgt dann der Film Twin Peaks Fire Walk With Me, der was ganz Seltsames macht, nämlich diese Mordnacht, in der Laura Palmers ihr Leben verliert, die wir aus verschiedensten Positionen beleuchtet bekommen haben, einfach nochmal nachzuerzählen. Also es gibt keine Überraschung, es gibt keinen wirklich anderen Blickwinkel darauf. Das, was immer im Raum stand, sehen wir jetzt einfach. Und das finde ich jetzt eigentlich für David Lynch sehr untypisch, uns genau das zu zeigen, was wir erwarten. Das finde ich aber trotzdem meisterlich umgesetzt und auch unangenehm und irgendwie nachtschwärmerisch und verträumt und toll gespielt. Aber dann am Ende doch wirklich genau das, was es ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, es ist der Tanz eines Regisseurs mit seiner Hauptdarstellerin Cheryl Lee. Und es wird auch viel getanzt im Film. Passt, finde ich, gut. Aber es ist schon ein Film, der so überraschend, überraschungsarm ist, dass das überraschend ist. Also erstmal möchte ich kurz anmerken, du hast süßerweise aus Mark Frost Nick Frost gemacht. Nick Frost hatte mit
hatte mit Twin Peaks nichts zu tun, aber ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor. Du hast ja schon, dass gerade so die letzten Folgen bist du ja schon so ein bisschen, hast du ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dann bin ich tatsächlich eine von denen, die das gut findet. Denn auch gerade im Zusammenschluss mit der Aufklärung, wer der Mörder ist, hat es sowas von, dass das Grauen in der Banalität liegt. Und ich finde, dass ab dem Moment, in dem der Mord aufgeklärt ist, dominiert ja auch im Vergleich zu davor ein Stück weit die Banalität in Twin Peaks, mal mit mehr, mal mit weniger Ausschlägen nach oben und unten. Und natürlich gibt es auch immer noch die Elemente, die bis dato in Twin Peaks so maßgeblich an der Atmosphäre beteiligt sind. Also es wird ja jetzt nicht komplett soapig, sondern es behält ja immer so diesen typischen Twin Peaks-Touch, auch wenn er manchmal in den Hintergrund rückt. Aber es hat so das Böse und das Unbehagliche, das resultiert immer so aus Banalitäten heraus. Also dann, ja, wenn Leute rückwärts sprechen und es vorwärts abgespielt wird, das ist auch wahnsinnig banal. aber das ist ja wirklich ein Kunstkniff. Und der wird angewendet, damit es gruselig ist, weil wir dadurch nicht so richtig, wir werden so aus der Realität gerissen irgendwie. Und alles, was danach, nach der Überführung passiert, ist so dieses, wir zeigen jetzt eigentlich fast wirklich nur noch banale Dinge. Aber weil wir wissen, wie die Figuren in Twin Peaks ticken, kann es auch sein, dass die gar nicht so banal sind. Und das finde ich spannend, dass man irgendwie eine Soap, wie du auch schon gesagt hast, primär dann hat, die aber wie unter so einem Damoklesschwert sich abspielt und man dann einfach nicht weiß, ob es noch mal runtersaust. In kleinen Momenten tut's das ja manchmal noch, auch gerade in dem Ende. Da finde ich, geht's dann noch mal sehr in Richtung des ursprünglichen Twin Peaks, so die Entscheidung, wie sie es enden lassen. Aber ansonsten hat's eigentlich fast von, ich warte mal ab, vielleicht, und das wäre ja Lynch auch zuzutrauen gewesen, vielleicht zeigt er jetzt wie in Oppenheimer wirklich nur noch, was danach passiert, ohne da irgendwie noch was Weirdes draus zu machen. Hm. Und das war für mich so ein bisschen die Faszination des Ganzen. Eigentlich ist es schon ein guter Punkt zu sagen, das Böse im Fall von Laura Palmer ist aus der Welt. Aber so wie dieser Mordfall aufgelöst wird, sagt es einem ja auch, das war jetzt nur ein Einzelfall, da gibt's aber noch mehr von dem Bösen in der Welt. Es gibt diese Geister, es gibt diese ja Existenzen, die Menschen zum Negativen beeinflussen. Nicht nur in Twin Peaks, sondern überall. Und es ploppt ja dann auch hier und da immer so ein bisschen auf, bis es am Ende, Mini-Spoiler, quasi Dale Cooper selbst übernimmt beim großen Staffelfinale. Dahingehend, ja, es liegt eben schon irgendwie so ein Zittern immer so zugrunde, dass man denkt, irgendwas wird doch hier gleich noch passieren. Dann passiert nur meistens leider doch nicht so viel. Aber auch die Idee des Films, ich wünschte, das hätte sich auch so auf andere Projekte übertragen, weil per se ein und dieselbe Geschichte, es gibt's ja so in Filmen, wenn ich so an 8 Blickwinkel denke, der ja leider nicht so wirklich viel aus der Idee macht, aber per se, dass man ein und dieselbe Geschichte aus der Perspektive verschiedener Personen erfährt und dadurch nochmal einen ganz anderen Film hat. Ja, bei Twin Peaks ist der jetzt nicht ganz anders als die Serie. Also dahingehend verschenkt der Film auch ein bisschen Potenzial. Aber dass die Idee vom, wir haben eine abgeschlossene Geschichte und lassen sie nochmal aus der Perspektive einer anderen Person erzählen, dass das nicht so oft stattfindet, finde ich eigentlich schade, weil da könnte man auch gerade bei Serien, sieht man ja hier, so schöne, weiß nicht, auch Weihnachtsspecials oder so. Ich komme darauf wegen Euphoria, weil ja zum Beispiel Euphoria so ein zwischen Staffel 1 und 2 auch so ein mehrstündiges Special einfach rausgebracht. Das war jetzt nicht so wie hier, aber auch da hat man quasi die Überbrückung von Staffel 1 zu Staffel 2 mit sehr figurenspezifischen Specials gefüllt. Und eigentlich wäre sowas ja eine perfekte Idee, um das mit anderen Serien auch zu machen. Stimmt eigentlich, ja. Und Euphoria finde ich da tatsächlich seltsamerweise irgendwie einen sehr passenden Vergleich, auch mit diesem Change of Perspective, den es da ja generell öfter gibt. Du hast mal erwähnt, dass du es immer unheimlich findest, wenn etwas unausweichlich erscheint in einem Handlungsbogen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und wenn man Twin Peaks ja gesehen hat, weiß man ja, dass Laura Palmer diese Nacht nicht überleben wird. Und das macht den Film auch so unangenehm. Du schaust das quasi 2 Stunden an und weißt ja die ganze Zeit, worauf das hinausläuft. Und dass egal, was Laura jetzt an diesem Abend noch tun wird, sie wird am Ende tot sein, sie wird ermordet werden. Und ich finde, das ist, was vielen banalen Szenen in diesem Film auch noch so ein
ja, unangenehmes Gefühl gibt. Man will eigentlich gar nicht, dass sie enden, weil man weiß, was danach kommt und danach und dass danach ihr Tod folgen wird und dass man auf das wie auf einem Lost Highway auf diesen Moment zusteuert in dem Film, finde ich, gibt dem so ein ganz, also ich gucke den auch nicht so gerne, den Film, obwohl ich den echt gut finde, aber gibt dem Film so ein echt beklemmendes Gefühl. Ja. Apropos beklemmendes Gefühl, verliere gerne noch 2-3 Worte zur dritten Staffel, die ich, wie gesagt, nur bis Folge, lass die 2 oder 3 sein. Ich kann auch leider gar nicht mehr sagen, es gab eine Szene, die hat mich komplett aus der Bahn geworfen und daraufhin habe ich dann auch mitten in der Folge ausgemacht. Also ich habe auch nicht gesagt, ich gucke die Folge noch zu Ende, sondern irgendwas war und ich habe gesagt, so, jetzt ist Schluss und ich packe die Blu-ray nie wieder an. Mhm. Ich habe damals aber auch alleine zu Hause gewohnt. Also mittlerweile wohne ich nicht mehr alleine. Mittlerweile wüsste ich, nachts könnte mich jemand retten, wenn mir das passiert wie in Twin Peaks. Und bevor du das tust, werde ich mir noch ein weiteres Stück Cherry Pie gönnen. Cherry Pie ist übrigens das Lösungswort für unser Gewinnspiel. Oh, ja, mehr Zeit schinden konnte ich jetzt nicht. Ich war viel zu gierig. Ich habe mir den kompletten Tortenrand in den Mund gestopft. Kann man auch rückwärts abspielen. Vielleicht hat es dann was Künstliches. Ganz schön trocken, so ein Kuchenrand eigentlich. Ja, Twin Peaks The Return ist eigentlich deswegen so besonders, weil ich glaube, das, was damals Twin Peaks für die Serie war, nämlich so ein Kickoff zu zeigen, was kann eigentlich alles passieren, ist Twin Peaks The Return eigentlich wieder. Weil ich eigentlich wirklich nichts Vergleichbares kenne, in serieller, filmischer Art mit Twin Peaks The Return. Da hast du Folgen dabei, wo du nur vorwärts, rückwärts abgespielte Dialoge, die man überhaupt nicht versteht, sieht, irgendwelche dunklen Räume, irgendwas, was David Lynch an die Wand geknetet hat, irgendwelche. Es gibt die berühmte Folge 8. Also bis dahin solltest du auf jeden Fall Twin Peaks The Return sehen, die wirklich als quasi die beste Stunde Television überhaupt, zumindest auf Film-Twitter gilt. Habe ich von gehört, ja. Und die komplette Twin Peaks The Return wurde ja, glaube ich, auch von der Cahiers du Cinéma als bester Film des Jahres 2017 gewählt, was natürlich wieder sehr edgy ist, aber sicherlich auch nicht, nicht komplett ohne Grund. Also es ist wirklich, es macht einem nochmal bewusst, wie limitiert man denkt, wenn man an serielles Erzählen denkt und was eigentlich alles geht. Und dabei werden aber auch alle Erwartungen, die man an eine neue Staffel Twin Peaks hat, einfach komplett unterlaufen. Alleine Dale Cooper, das muss ich jetzt spoilern, tritt zwar als Schauspieler Kyle MacLachlan, aber dann als seine Person, als er selbst, erst 3 Folgen vor Schluss wieder auf. Man guckt quasi da 15 Folgen mit Kyle MacLachlan und er ist nicht er selbst. Und das ist eigentlich schon total unzufriedenstellend, weil das ja ein Charakter ist, den wir alle lieben und gerne wieder sehen wollen. Und das verwehrt uns die Serie einfach. Und gleichzeitig ist dieses Roadhouse, steht total im Mittelpunkt, wo sich alle immer treffen. Und am Ende jeder Episode spielt eine Band, die David Lynch mag, ein Lied. Also auch so etwas gibt es noch. Es hat auch alles gleichzeitig neben dem Unheimlichen auch noch das Heimliche irgendwie. Gibt es nicht in, habe ich das richtig in Erinnerung, dass es da irgendwie so eine Art Dachboden oder so gibt? Irgend so einen düsteren Raum mit so abstrakten Formen drin. Ja, genau, das ist Folge 4, glaube ich, und oder 3. Da habe ich nämlich ausgemacht. Weil das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Und irgendwas passiert da, oder ich weiß nicht, ob überhaupt was passiert, oder ob einfach die Stimmung mich kriegt. Aber dieser Ort in dieser Serie ist dafür verantwortlich, dass ich nicht weitergeguckt habe. Da kommen irgendwelche Stimmen aus der Steckdose. Kann sein, genau, ja. Palmer ist auf einer Murmelbahn und so. Also es ist wirklich komplett off-limits crazy. Genau, und das war die Initialzündung für Antje macht aus. Also habe ich sogar bis zur Staffel 4, zur Folge 4 geschafft. Immerhin. Also, okay, na gut, wenn dir das wirklich einfach auch überhaupt gar nichts gibt, dann denke ich, gibt es doch keinen Grund weiter zu gucken. Nein, doch. Weil dann wird es nur schlimmer. Nein, es gibt mir ja schon was, aber ich habe halt wirklich einfach Angst. Also ich bin total, ich möchte es total gerne weiter gucken, weil mich das total fasziniert und per se ist das auch voll mein Ding. Aber ich habe einfach Angst. Ganz irrationale, aber trotzdem, also irrational, weil es ist ja fiktional, aber rational für mich spürbar am körperlichen Leib erfahrbare Angst. Ich will da einfach komplett raus. Und das ist einfach die Genialität von David Lynch, ich weiß, dass er genau diesen Punkt im Gehirn irgendwie so antippen kann. Ja, und sagen, es ist ganz schlimm. Ja, das, aber wie es ist auch macht er das? Ich weiß es nicht, es ist grandios. Und möglicherweise ist es das Letzte, das wir von David Lynch vielleicht noch sehen werden. Es ist gerade ein bisschen unklar. Naja, also ich glaube, das Letzte von ihm ist seine Performance in Fablemans.
True. Und natürlich der Film, wo er mit dem Affen streitet auf Netflix, What Did Jack Do? Der ist auch ganz gut. Ja. Aber so als großes Letztes, also ich glaube nicht, dass er nochmal 20 Folgen Twin Peaks machen wird. Das wird mich überraschen, auch weil er recht unzufrieden mit den Produktionsbedingungen war und meinte, er muss da eigentlich durchrushen jeden Tag und die Produzenten verstehen seine Vision nicht, was ich mir vorstellen kann. Wollte ich gerade sagen, es kann ich bei Lynch und Produzenten auch irgendwie verstehen, weil ich glaube, nur er versteht seine Vision so richtig. Ja. Oh, und Naomi Watts spielt ja eine der großen Hauptrollen in Twin Peaks The Return, die ja auch bei Mulholland Drive die Hauptrolle übernimmt. Und die ist wirklich einfach grandios. Also ja, ein riesiger Gewinn für das Twin Peaks-Universum. Und auch die tolle Schauspielerin Laura Dern kommt später auch noch dazu. Auch wirklich, wirklich toll. Also ich finde, ich weiß, es kam damals gleichzeitig mit dem Star Wars Reboot so ein bisschen. Und irgendwie dachte ich, obwohl der Vergleich sich nicht wirklich anbietet, aber... Ja, doch, ja schon. Nach vielen Jahren kehrt man zurück zu liebgewonnenen Figuren, eine liebgewonnene Welt und dann macht jemand seine eigene Vision daraus. Warum nicht? So gesehen, ja, ist es doch irgendwie sehr ähnlich. Und J.J. Abrams hat ja quasi uns nur mit Fanservice zugeschüttet und David Lynch hat einfach das komplette Gegenteil gemacht und hat gesagt, wisst ihr noch Twin Peaks? Das machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Und hat etwas ganz anderes gemacht. Ja. Und das finde ich einfach richtig honorable. Fine. Ja. Dann war's das. Oh, eine letzte Twin Sache möchte ich noch sagen, weil hier steht auch der Soundtrack. Angelo Badalamenti war der Soundtrack-Composer von fast allen David Lynch-Filmen. Und es gibt ein wunderbares Video, das ihr bitte unbedingt googeln müsst, wo er erzählt, wie er das Laura Palmer-Theme komponiert hat. Scheinbar wirklich improvisiert. Und diese anderthalb Minuten sind bestimmt das Schönste, das ihr heute sehen werdet. Das Intro ist übrigens nicht von ihm, sondern von Julie Cruz, Falling. Aber das ist mindestens genauso ikonisch. Ja. Wow. Wow. Okay, wir sind durch. Was sagt ihr zu Twin Peaks? Funktioniert das heute noch? Habt ihr Bock, Twin Peaks im Kino zu gucken? Wie gesagt, Cherry Pie ist unser Lösungswort. Schreibt uns das Lösungswort per Mail und schreibt uns eure Meinung zu Twin Peaks gerne in die Kommentare. Ansonsten Like-Button aktivieren, Glocke aktivieren, gerne uns monetär unterstützen, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!